So, Freunde, also ich fasse nochmal zusammen. Der Kollege hier in dem Video, der gestern etwas Cannabis konsumiert hatte, wird in Handschellen abgeführt. Der vorhin noch Bier getrunken hat, darf ersatzweise weiterfahren, obwohl er sogar noch nachweisbar ein wenig Restpromille Intus hat. Heute Cannabis versus Alkohol versus Führerschein. Damit ihr vorweg Bescheid wisst, dieser Beitrag entstammt der Serie Achtung Kontrolle. Die volle Ausgabe in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt mal im Ernst, nicht nur so dahergesagt, bleibt mal wirklich bis zum Schluss dran. Es ist äußerst interessant, ob ihr für, neutral oder gegen Cannabis seid. Die letzte 24 Stunden habe ich Betäubungsmittel zu sich genommen. Ich habe schon ein bisschen was geraucht, aber... Und mehr nicht? Nein, mehr nicht. Okay. Da muss ich direkt mal Stopp machen. An alle Hobbykonsumenten unter euch, auf solche Fragen am besten gar nicht erst eingehen. Auch nicht klugscheißerisch antworten wie, ich möchte von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen, sondern einfach sagen, auch ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen nervös, dazu möchte ich mich jetzt hier nicht äußern. Mag verdächtig klingen, aber vielleicht immer noch besser als ja gestern Abend. Machen Sie das regelmäßig oder? Nein, ab und zu. Ab und zu, okay. Also jetzt nicht täglich oder so. Da muss ich direkt wieder Stopp drücken. Machen Sie regelmäßig, denn hier möchte man direkt bereits erfahren, ob man ein Konsummuster entlarven kann. Denn für alle unter euch, die sich für das Thema ein bisschen interessieren, wissen wir, dass es gar nicht darauf ankommt, ob man überhaupt je Cannabis konsumiert hat, sondern direkt unterstellen möchte, dass wenn man zum Beispiel jedes zweite Wochenende raucht, sofort in das Raster des gelegentlichen oder gar regelmäßigen Konsumenten fällt, wodurch, nachdem die Polizei das an die Führerscheinstelle weitergegeben hat, automatisch passieren könnte, dass euch unterstellt wird, dass ihr das Führen eines Kraftfahrzeugs und den Konsum nicht auseinanderhalten könnt, wodurch es eventuell dann auch zu einer anschließenden MPU kommt. Nicht nur, dass es, auch wenn es Idiotentest genannt wird, schwierig ist, diese zu bestehen, sondern dass das Ganze gerne auch mal ein paar mehrere tausend Euro kosten kann. Schauen wir mal weiter. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Marihuana geraucht, ja, der wäre bei 1,0 Nanogramm pro Milliliter. Ich würde Ihnen jetzt einen Urintest anbieten, ja. Und wenn der positiv ist, dann müsste man zu einer Blutentnahme fahren. Ich muss nochmal gerade Stopp machen. Also der Herr hat an dieser Stelle sowieso schon verloren, da er seinen Konsum eingestanden hat, sogar auch eine gewisse Regelmäßigkeit preisgegeben hat, kommt er jetzt sowieso nicht mehr aus der Nummer raus. Sollte er negativ sein, könnten Sie weiterfahren. Ja, okay, ich gebe Ihnen gerade mal den Becher. Der Gesetzgeber hat es nicht gemacht, um die Leute abzustrafen und Geld zu verdienen, sondern da geht es um die Sicherheit vom Straßenverkehr. Ja? Und ich glaube, jeder Bürger möchte das, dass solche Verkehrsteilnehmer einfach nicht nur sanktioniert werden, sondern auch der Führerschein eventuell mal für eine längere Zeit weg ist. Ja? Da geht es um die Sicherheit von uns allen. Bis hierhin klingt es ja sehr diplomatisch und nachvollziehbar. Auch die Gegner des Cannabiskonsums würden hier ja genau unterschreiben und sagen, ja, darum geht es uns ja auch. Wir sind ja gar nicht gegen die Konsumenten, sondern für die Sicherheit. Und ich fühle mich unwohl, wenn jemand, der zum Beispiel Cannabis konsumiert, am Straßenverkehr teilnimmt. Aber bitte schaut dieses Video einfach nur weiter. Ihr werdet überrascht sein. Heißt für uns jetzt, wir müssen eine Blutentnahme machen. Das dürfen nicht wir machen, das macht natürlich ein Arzt. Ich könnte es wahrscheinlich, aber ich erspare es Ihnen. Aber das wäre die weitere Vorgehensweise. Und dann dürfen Sie auch nicht mehr weiterfahren. Ich muss noch mal ganz kurz Stopp machen. Man muss hier einfach mit einbeziehen, dass Cannabiskonsum nicht nur irgendwelche Leute mit langen Haaren betrifft, die den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Es könnten auch Ärzte, Anwälte, Richter darunter sein oder vielleicht sogar Polizisten. Das bedeutet, warum sollte die Gesellschaft froh sein, wenn diese Menschen auf einmal keinen Führerschein mehr hätten, in große Probleme geraten können oder gar arbeitsunfähig werden dadurch? Es ist und bleibt ein Stigmata. Jetzt weiß ich nicht, kann von Ihren Kollegen jemand fahren? Ja? Haben Sie Alkohol was getrunken heute vor der Fahrt? Doch, ich habe vorhin ein bisschen Bier getrunken. Also, wir halten fest, der Kollege, der eventuell noch weiterfahren könnte, hat vorhin noch ein bisschen Bier getrunken. Wir spielen mal weiter ab. Ja, okay, ja, dann würde ich Ihnen anbieten, wir machen den Alkotest. Wenn Sie im erlaubten Bereich sind und sich das zutrauen, dann dürfen Sie weiterfahren. Wenn er dazu stimmt, dann pusten rein, bis ich Stopp sage, okay? Nur wenn der Mann weniger als 0,5 Promille hat, darf er weiterfahren.
So, hier mal eine ganz wichtige Stelle. Wir wissen zwar jetzt das Ergebnis noch nicht, doch es wurde gesagt, nur wenn der Mann weniger als 0,5 Promille hat, darf er weiterfahren. Hier sollte bitte ganz streng darauf hingewiesen werden, dass aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zu den Ergebnissen kommen, dass zum Beispiel ein Cannabiskonsum vom Vortag, selbst wenn man noch unter diesem beeinflusst sein sollte, nicht so tragisch ist wie ein wenige Minuten oder Stunden zurückliegender Alkoholkonsum ist. Das bedeutet, der potenzielle Autofahrer, der am Vortag Cannabis konsumiert hat, sollte allen Erkenntnissen nach definitiv besser ein Kraftfahrzeug führen können, als der heute oder gerade eben noch Alkohol getrunken hat, selbst wenn dieser Alkoholtrinkende unter den erlaubten Grenzwerten fällt. Halt, stopp! Jetzt können ja wieder einige sagen, da machen wir einfach Nulltoleranz bei beiden Parteien. Hierzu müsst ihr aber unbedingt wissen, dass beim Alkohol immer nur der akute Gehalt gemessen wird, wie viel also Promille man aktuell Intus hat. Bei Cannabis wird nicht gemessen, wie bekifft man gerade ist, sondern es wird in aller Regel nach Abbauprodukten geguckt. Bei diesem Herrn wurde ein Urintest vorgenommen und hier wird auf Abbaustoffe untersucht. Das wäre so ähnlich, wenn man sagen würde, jemand hat gestern ein paar Bier getrunken, hat heute 0,0 Promille, würde man aber beispielsweise seine Leberwerte untersuchen, könnte man feststellen, ah okay, es wird grundsätzlich in ihrem Körper scheinbar Alkohol abgebaut oder sind noch zu findende Reststoffe. Gleichzeitig könnte man sagen, anhand der Leberwerte, dass sie sogar regelmäßig, also zum Beispiel jedes Wochenende oder zum Feierabend immer ein paar Bier trinken. Was dann wieder diesem Konsummuster entsprechen würde, dass er regelmäßig Bier trinkt. Selbst wenn er am nächsten Morgen wieder mit 0,0 Promille unterwegs ist, so wäre das Konsummuster, dass er ein regelmäßiger oder gelegentlicher Alkoholtrinker ist und somit nicht zwischen Konsum und Führen eines Kraftfahrzeugs unterscheiden kann. Also so, wie es den Cannabiskonsumierenden unterstellt wird. Ja, 0,02 Milligramm, das heißt 0,04 Promille. Wenn Sie sich fahrtauglich fühlen, dürfen Sie fahren. Sie sind weit weg vom nicht erlaubten. Okay? Sein Kollege muss zur Blutentnahme. Eine Polizeistreife fährt ihn ins nächstgelegene Krankenhaus. Aus Sicherheitsgründen legen ihm die Beamten Handschellen an. Na? Wart ihr aufmerksam oder habt mitbekommen, dass dem potenziellen Cannabiskonsumenten jetzt am Ende original noch Handschellen angelegt wurden, damit er sicher ins nächste Krankenhaus befördert werden kann? Junge, wo leben wir denn hier? Hilfe! Die Gesetze müssen sich dringend ändern. Nicht nur bezüglich Legalisierung oder wenigstens Entkriminalisierung, sondern auch eindeutig ganz besonders bezüglich Führerscheinproblematik. Ach, was sag ich Problematik? Führerschein-Wahnsinn! Doch wie der nette Beamte uns gerade verklickert hat, ist das ja kein finanzielles Geschäftsmodell des Staates, um die Leute zu ärgern oder einfach nur Einnahmen zu generieren. Noch ein kleiner Hinweis übrigens, der eine Mann muss ja jetzt ins nächstgelegene Krankenhaus für eine Blutabnahme, um die genauen Werte herauszufinden. Hier sollte man wissen, dass bei der Blutabnahme nicht im Vollblut, sondern im Blutserum gemessen wird. Das bedeutet, dass es die Werte noch einmal etwas verzerrt ansteigen lässt, als würde man wie in allen anderen Ländern der Europäischen Union im Vollblut messen. Und das ist noch nicht alles. Man schaut nicht mal nur nach seinem aktiven THC-Wert, sondern nach seinem THC-Abbauproduktenwert. Wodurch man nämlich einfach nur ein Konsummuster feststellen möchte. Also zum Beispiel wäre das Feierabendbier ja erlaubt, wie wir alle wissen, denn man hat am nächsten Tag ja wieder 0,0 Promille. Doch der Feierabend-Joint wäre nicht erlaubt, denn das hieße regelmäßiger oder mindestens gelegentlicher Konsum. Und da könnte man das Führen eines Kraftfahrzeugs in Frage stellen, beziehungsweise ob der Cannabiskonsumierende denn überhaupt in der Lage ist, das voneinander trennen zu können. Wichtig, jetzt könnt ihr mir unterstellen, so einfach kann man das nicht sehen. Während der eine Cannabiskonsument oder vielleicht sogar Cannabispatient ganz anders auf einen Joint reagiert, während einer, der nicht viel Erfahrung hat, vielleicht wirklich noch ziemlich dicht wäre und es somit seine Berechtigung hätte, verschiedene Werte so gegeneinander auslesen oder gar ausspielen zu können, so können wir es nämlich eben nicht sehen. Denn wir wissen, man hört immer wieder von Leuten, die können saufen wie ein Loch und laufen immer noch geradeaus und der andere fängt schon nach einem Bier an zu lallen. Das heißt, jede Substanz verhält sich unterschiedlich auf den Menschen.
Und in einem sind wir uns ja wohl alle einig, wenn man gerade wirklich aktiv und spürbar unter dem Einfluss welcher Substanz auch immer steht, ob man leicht angeschwipst ist durch ein bisschen Alkohol oder vorhin Joint geraucht hat und immer noch was verspürt, ja, dann sollte man natürlich nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Aber ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Doch nicht nur das, während Alkohol bei jedem Menschen etwa gleichmäßig abgebaut wird, also man geht in der Wissenschaft von 0,1 Promille pro Stunde aus, so verhält es sich bei Cannabis bzw. THC etwas anders. Hier gibt es keinen gleichmäßigen Abbau. Das kann von Individuum zu Individuum völlig abweichen. Da sich THC im Fett ablagert, kann es sein, dass eine beleibtere Person einen anderen Wert anzeigt als eine weniger beleibte Person. Aber auch sonstige individuelle Gegebenheiten verzerren diesen Wert einfach. Ebenfalls und noch viel wichtiger, man kann gerade bei THC aus dem Grund noch sehr lange Abbauprodukte nachweisen, weil sie eben nicht wie bei anderen Stoffen wie zum Beispiel Alkohol möglichst schnell vom Organismus ausgeschieden und abgebaut werden möchten, sondern der Organismus das gar nicht als große Gefahr sieht und sich deswegen ja mehr oder weniger ein bisschen mehr Zeit lässt, das aus dem Körper zu spülen, abzubauen. Während Alkohol wirklich zum Beispiel ein aggressives Nervengift ist, so ist THC im Grunde überhaupt nicht toxisch. Bedeutet, der Körper schert sich kaum um die THC-Abbauprodukte und lässt sie so lange verweilen, bis er mit viel komplizierteren Stoffen umgegangen ist. Der Organismus konzentriert sich also zuerst auf die wirklich schädlichen Stoffe, um sie aus dem Körper rauszuspülen und stellt THC-Abbauprodukte hinten an. Ja, ihr habt richtig gehört. Zuerst konzentriert sich der Körper auf harte Drogen wie Zucker und Alkohol. Naja, was meint ihr dazu? Lasst es mich gerne wissen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.